Neulich klingelte mein Telefon, es rief mich eine Kollegin an und die sagte zu mir, Stefanie, ich habe gesehen, du hast auf deiner Website dieses und jenes Feature eingebaut. Wie hast du das gemacht? Was ist denn da für eine Technik dahinter? Und dann habe ich so einen Moment überlegt, was ist denn das für ein Feature, über das sie da gerade spricht? Und dann habe ich ihr gesagt, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie die Technik funktioniert, ich mache das nicht selber. Und dann hörte ich so eine Pause im Telefon und dann sagte sie, wie, du machst das nicht selber? Du kennst dich doch in diesem Webseitenbereich ziemlich gut aus. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, ich kenne mich einigermaßen gut aus, wobei meine sehr intensive Erfahrung rund um das Thema Web, die ist auch schon ein paar Jahre her. Ich habe in der Unternehmenskommunikation, als ich noch angestellt tätig war, mich mal sehr intensiv um das Thema Webstrategie gekümmert. Und da hatte ich dann auch technisch einen ziemlich guten Überblick. Aber wie gesagt, das ist auch schon ein paar Jahre her. Und dann sagte ich ihr, ja, also ganz ehrlich, was die Technik meiner Webseite angeht, habe ich im Grunde genommen überhaupt keinen Schimmer, weil ich das komplett aus der Hand gegeben habe. Ich habe einen Designer und Programmierer, der alles das für mich macht und ich hänge mich da nicht mehr rein. Ich verstehe so den groben Überblick, aber in den Details bin ich überhaupt nicht mehr drin. Und dann war sie so ein bisschen irritiert und auch, ich hatte das Gefühl, sie war so ein bisschen enttäuscht. Und sie sagte, wie? Du kannst das doch. Warum verstehst du das? Warum machst du das nicht selber? Du könntest das doch. Und dann habe ich mich so einen Moment selber gefragt und gesagt, ja, also wahrscheinlich könnte ich das schon, wenn ich mich reinhängen würde, aber ich mache es halt nicht mehr. Warum mache ich das eigentlich nicht mehr? Das hat was damit zu tun, dass Zeit natürlich ein sehr limitierender Faktor im Leben ist, in unserer aller Leben. Und ich habe mich entschieden, auf diesen Bereich, wie funktioniert meine Webseite, wie funktionieren einige Features, darauf verwende ich keine Zeit mehr. Ich habe mir jemand anderes gesucht, der das für mich macht. Und ich glaube, das Konzept, was dahinter steht, das lässt sich sehr gut beschreiben mit der Überschrift Turning Pro, also wenn ich Profi werde. Es gibt ein Buch, das heißt genauso, Turning Pro von Stephen Pressfield, kann ich Ihnen sehr ans Herz legen. Und da geht es um diese Frage, was mache ich eigentlich noch selber und was mache ich eigentlich auch nicht mehr selber? Und das Problem, was gerade die Selbstständigen sehr häufig haben, ist, dass wir viel zu viele Dinge selber machen wollen, einfach weil wir sie theoretisch selber machen können. Zeit ist begrenzt und ich kann zwar theoretisch alles selber machen, aber ich habe eben nicht die Zeit, alles selber zu machen. Und Turning Pro, dieses Konzept steht dafür, mir genau zu überlegen, erstens, was will ich wirklich machen? Und zweitens, worin bin ich eigentlich wirklich gut? Und mich auf diese beiden Dinge zu fokussieren und alles andere, was ich nicht wirklich, wirklich selber machen will und woran ich auch nicht wirklich, wirklich gut bin, das abzugeben. Turning Pro, Stephen Pressfield. Gutes Buch dazu. Ich habe viele Dinge mittlerweile abgegeben. Ich mache in meinem Büro noch eine ganze Menge Dinge selber, die im direkten Kontakt zum Kunden stehen. Natürlich halte ich meine Vorträge selber, ich mache meine Moderationen selber, ich mache meine Coachings selber. Aber es gibt eine ganze Reihe von Dingen, da bin ich einfach nicht wirklich gut. Und dazu gehört auch die Webtechnik. Ich könnte das theoretisch mir schon alles irgendwie aneignen, aber ich bin nicht im Flow. Das ist nicht das, was mich erfüllt, was mich glücklich macht, worin ich wirklich aufgehe. Und deswegen mache ich es nicht mehr selber. Echte Profis lassen das los, worin sie nicht wirklich gut sind und was ihnen nicht wirklich viel Freude macht. Mit diesem Gedanken und dem Hinweis auf das Buch möchte ich Sie heute in den Tag schicken. Sind Sie ein Profi? Was machen Sie selber? Was lassen Sie machen? Wie viele Dinge machen Sie eigentlich noch selber, obwohl Ihnen die gar nicht richtig viel Freude machen und Sie vielleicht auch gar nicht richtig gut darin sind? Überdenken Sie das mal. Gerade wenn Sie selbstständig sind, ist das eine ganz, ganz elementare und wichtige Frage. Wer loslässt, der hat zwei Hände frei, um andere Dinge zu tun. Ich bin Stefanie Voss. Wenn Sie dieses Video hier irgendwo im Netz gucken, klicken Sie rüber, gehen Sie auf www.leaderonmyship.com. Das ist die Website zu diesem Videoblog. Dort können Sie die Videos kommentieren, Sie können Fragen stellen und gerne können Sie natürlich dieses Video auch an andere Freunde, Kollegen, Bekannte weiterleiten. Ich freue mich, wenn meine Impulse, meine Ideen eine große Verbreitung finden. Leader on My Ship gibt es auch bei Facebook. Und last but not least, denken Sie dran, halten Sie das Steuer für sich immer fest in der Hand. Denn genau dann werden Sie zum Leader on Your Ship. Bis bald.